Ich wurde heute auf Facebook mal wieder sexuell belästigt mit ziemlich eindeutigen Nachrichten. Da ich aber doch immer zu gut für diese Welt bin und doch auch den Männern auf die Sprünge helfen kann, wie sie wirklich fühlen und zur Liebe kommen kann und ja auch zur Sexualität, dachte ich mir, ich höre doch mal nach, um was es da eigentlich wirklich geht. Das Resultat war, dass dieser Mann wirklich nicht gerade attraktive Bilder drin hatte und 5 Jahre lang keinen Sex mehr hatte. Jetzt glaubte er, dass er mit dieser Ansprache sofort bei einer Frau wie mir punktet und ich mich dahin gebe, sofort zu ihm hinfahre, keine Ahnung, wo er wohnt. Aber natürlich, ich habe nur auf diese Nachricht gewartet, um mich sexuell von ihm erfüllen zu lassen. Das hat komischerweise nicht funktioniert und dennoch war ich so freundlich und habe ihm mein Kursangebot zugeschickt. Du hast da die Möglichkeit von Online-Dating, 99 Euro, 299 Euro für erfolgreiches Ansprechen auf der Straße bis hin zum absoluten Frauenmagnet werden, 800 Euro als Online-Kurs oder mit persönlicher Beratung für 2500 Euro sich beraten zu lassen. Was wählt er? Natürlich nichts von alledem. Er hat lieber weiterhin den Rest seines Lebens keinen Sex, ist einsam und geht unfassbar vielen Frauen weiterhin auf den Sack. Ja, das ist das Leben, das man halt so hat in Social Media. Also, die Frage ist, welche Wahl möchte man für sich und sein Leben treffen, von Frauen gehasst werden, so viel es nur irgendwie geht, oder vielleicht doch mal einen kleinen Wendepunkt einzuläuten, uns einfach mal anzugehen und ein richtig cooler, interessanter, attraktiver Typ zu werden. Naja, deine Wahl.